Es ist wieder Münsteraner-Zeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Leute. Und als allererstes möchten wir heute nochmal Dankeschön sagen für die vielen Glückwünsche, die uns von eurer Seite erreicht haben. Jetzt starten wir hier frisch und munter ins dritte Jahr. So, und nun kommen wir zunächst mal zu einem Mann, der ist 47 Jahre alt, Realschullehrer für Musik und Englisch und ganz nebenbei ist er inzwischen auch YouTube-Star. Wie der Sigi Mertens es unter die besten 10 Gitarristen der Welt geschafft hat, welche Rolle dabei sein Bruder, The Kings und sein Kumpel Hubert spielen, das erfahrt ihr hier. Also mein Name ist Sigi Mertens, ich komme aus Münster, Kinderhaus und beruflich bin ich Lehrer an der Realschule in Ochtrup für die Fächer Musik und Englisch und mache schon sehr, sehr, sehr lange Musik. Also ich bin zur Musik gekommen dadurch, dass erstens mein Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich, irgendwann Scheiben mitbrachte. Ich weiß noch an die ersten Scheiben, The Kings, You Really Got Me, kennst du das? Ja. Das waren so meine ersten Einflüsse und dann irgendwann sonntags nachmittags kam mein Kumpel Hubert an mit einer Scheibe von Jethro Tull. Da war so dieses Bourré drauf, was ich eben auch angespielt habe, hier nur in so einer Swingform. Kennt man vielleicht. Und da hat es mich irgendwie total umgehauen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ey, Musik machen muss das Geilste sein. Eigene Stücke machen, das, so war man dreimal drauf, man hat irgendwie nicht gecovert wie heute, sondern man hat eigene Stücke gemacht und naja, im Nachhinein gesehen war das nicht so wahnsinnig toll, weil ich habe schon mit 20 oder noch mit 20 mir sagen lassen müssen, ey Sigi, Alter, du groovst überhaupt nicht, lernt erstmal richtigen Rhythmus zu spielen. Wenn ich Stones-Fan gewesen wäre, dann hätte ich sofort also irgendwie den, was weiß ich, den typischen Rock'n'Roll-Rhythmus gelernt, aber da ich Jethro Tull-Fan wurde, konnte ich manchmal mit der Musik nichts anfangen. Die hatten zum Beispiel Stücke dabei. Fing der Bass so an, das Stück ging so weiter, das war im Fünfvierteltakt. Aber ich wusste nicht, was ein Fünfvierteltakt ist. Also es war sehr strange für mich. Aber faszinierend. Die YouTube-Channel-Geschichte, die hat sich so entwickelt, dass mein Sohnemann, der hatte also Schluss mit seiner französischen Freundin. Und dann sagt er, Papa, hier nimm mal eine Playstation-Kamera, mach mal ein paar Videos für YouTube. Habe ich dann damit gemacht. This is Sigi, nice to see you again. Today with Adele's Fire to the Rain. Listen. This is the basic pattern. I wrote it down for you. Take a look at this and maybe then you can follow. Das ging sofort ziemlich schnell ab. Also ich merkte, und das fand ich insofern so toll, als dass zu dem Zeitpunkt schon 2007 ich gedacht habe, oh, du bist alt und mit Band spielen und so weiter, Musik liegt nicht mehr viel an. Auf einmal kriegte ich unglaublich viele Kommentare und die Leute fanden das toll, wie ich eben halt diese Lessons gemacht hatte. Und das Gute war auch daran, dass ich eben halt wirklich aus einem reichen Schatz von eben halt so und so vielen Jahren Musik machen schöpfen konnte. Genauso wie eben halt auch immer die Tatsache eine Rolle gespielt hat, wichtig für mich war, in der Schule eben halt sagen die Kinder mir, Herr Mertens, wir müssen mal das und das Stück machen und dann setze ich mich hin und versuche das rauszufinden. Und das ist einfach eben halt wirklich, muss ich sagen, so das Tolle auch, dass ich zum Beispiel vor 30 Jahren nicht gedacht hätte, dass ich in meinem senilen Alter noch mit eben halt Kindern Musik machen kann. Ich habe dann irgendwann mal so die Idee gehabt und habe mir gedacht, hier in meinem Keller, da hole ich mir Leute rein. Und zwar zum Teil Schüler, die eben halt wirklich gut singen können, die Talent haben. Habe dann angefangen, das erste Video habe ich mit einer Tochter von einem Kollegen gemacht, die Insa. Die habe ich schon vor 15, 16 Jahren unterrichtet. When
Amerika gibt es eine große Plattform, die heißt Truefire für Gitarristen, und auf einmal fand ich meinen Namen da wieder zwischen den großen Gitarristen. Also es wurden in jedem Monat wurden eben halt 12 Gitarristen besonders hervorgehoben, die besten der Welt, und auf einmal fand ich mich drunter. Bestimmt nicht deswegen, weil ich jetzt der Hammer-Gitarrist bin, sondern einfach dadurch, dass ich eben halt zu dem Zeitpunkt teilweise bis zu 30.000 Klicks am Tage hatte. Ich glaube, das kommt einfach deswegen gut an, weil die Leute merken, dass ich das mache, weil mir Spaß macht. Ich glaube, ich kann ganz gut erklären. Und ich weiß dann, wie man sowas eben halt aufbereitet, wie man sowas didaktisch eben halt umsetzt. Mit 20 sagt mir einer, hey, dein Rhythmusgefühl ist nicht richtig. Ne? Ich habe also jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und wenn du jeden Fehler gemacht hast, den du machen kannst, dann kennst du eben halt die Fehler. Dann weißt du auch, was die Leute verkehrt machen. Ne? Man versucht halt zu unterhalten. Es ist im Grunde alles ein bisschen Showbusiness. Guter Mann, so vom Gitarren-Sigi kommen wir jetzt zurück ins Münsteraner-Showbusiness und zu einer Jugendgruppe, die derzeit ihre ganz eigene Show auf die Beine stellt. Tensing heißen die jungen Damen und Herren, und deren Konzept und Ziele, die möchten wir euch an dieser Stelle mal zeigen. Hi, ich bin Lukas von Tensing Münster und ihr schaut Tensing Münster, das ist eine Gruppe von rund 30 Jugendlichen, die gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Jeden Freitag ab 19 Uhr treffen sich die Jugendlichen in der Markuskirche im Kinderhaus, um mit verschiedenen Teams zu proben. Das Ziel, eine bunte Show aus Tanz, Theater und Musik. Tensing ist eine Jugendgruppe im CVJM Münster. Tensing ist komplett selbstständig. Das heißt, es gibt keinen hauptamtlichen Leiter oder ähnliches. Es gibt Jugendlichen, machen alles selbstständig, machen alles alleine. Die Finanzen, die Organisation für irgendwelche Aktionen. Meine Aufgabe als Bandleitung ist, die Proben zu organisieren. Also wann wir proben, dann wie die Proben ablaufen, welche Lieder wir als nächstes üben. Das Besondere an Tensing ist, dass es eben eine Jugendgruppe ist. Es wird alles von Jugendlichen gemacht. Und das sind halt alles, das ist quasi ein Freundeskreis, und es ist ja wie so eine Familie quasi, in der man ist. Tensing arbeitet in verschiedenen Teams. Im Theaterteam wird ein Stück selber geschrieben und dann in vielen Proben inszeniert und umgesetzt, während das Bühnenbild für die richtige Kulisse sorgt. Das Orga-Team organisiert Auftritte, Proben und weitere Aktionen. Man lernt ganz, ganz viel fürs Leben. Ja, man lernt einfach unheimlich viel in dieser Gruppe und auch ja, gemeinsames Miteinander. Die Band bei Tensing spielt Songs und spielt quasi das, wozu der Chor dann auf der Bühne singt. Der Chor macht zum Teil einmal Chorlieder, die werden dann nur vom Chor mit der Bandbegleitung gesungen. Und zum anderen begleitet er halt die Lieder, die von Solisten gesungen werden. Die Tensing Band ist ein im Moment verdammt bunter Haufen aus vielen Leuten und vielen Instrumenten. Ich glaube, da kann man richtig viele Sachen mitmachen, weil wir halt echt viel haben. Von Geige über drei Bassisten, über Trompete, und ich glaube, da kommt was Geiles raus dieses Jahr. Doch auch wenn eine Show viel Arbeit ist, steht im Vordergrund immer gemeinsam Spaß zu haben. Mitmachen kann jeder, der zwischen 13 und 23 Jahren alt ist. Egal ob im Chor, im Theater oder im Organisationsteam, kann hier jeder seine Ideen verwirklichen. Die nächste Show wird vermutlich im Frühjahr 2015 zu sehen sein. Also, wer jetzt von euch auf den Geschmack gekommen ist, einfach mal freitags ab 19 Uhr zur Markuskirche nach Kinderhaus pilgern. Wir pilgern jetzt an dieser Stelle in den Feierabend, macht es euch zu Hause gemütlich. Wird ja immer kälter, wie das eben so ist Ende Januar, wenn dann mal der Winter kommt. Bis dahin, einen schönen Abend, auf Wiedersehen und tschüss Münster.